Wind und Wasser formen diese Landschaft. Ein paar Schritte vom Meer entfernt, Wüste. Nur wenige wie der Strandhafer schaffen es, sich hier zu behaupten. Er kann seine Blätter einrollen und sich so vor dem Austrocknen schützen. Seine Wurzeln reichen tief in den Boden. Dadurch hält er sich fest inmitten dieser Sandwüste und lässt die ersten Dünen entstehen. Ein natürlicher Schutzwall gegen Sturmfluten. Die Kreuzkröte verlässt ihr selbstgegrabenes Erdloch und sucht nach kleinen Wasserstellen, die sich im April und Mai in den Dünentälern bilden. Dort werden sich später Männchen und Weibchen treffen, um Hochzeit zu feiern. Weiter landeinwärts wechselt das Bild. Von der weißen Düne des Meeresstrandes zur Heidedüne, auf der auch Kiefern Fuß gefasst haben. Dort, wo es windgeschützt ist, haben Kiefern die Oberhand. Doch die hat der Mensch gepflanzt, um so die Dünen noch besser gegen Wind und Wellen zu befestigen. Auf den Astspitzen Zapfen, die ihre Samen nur alle 2 bis 3 Jahre verstreuen. Unten ein Labyrinth aus Seitenwurzeln, die im lockeren Sand Halt geben. Wie die Kiefer wächst auch der Ginster auf sandigen, mageren Böden. Die Kriechweide hält sich an feuchtere Stellen. Auf der Ostseite der Insel Sylt fallen bei Ebbe weite Flächen trocken, das Watt. Ein Dorado nicht nur für Wanderer, sondern vor allem für Tiere. Die Seehunde haben für ein paar Stunden ihr nasses Element verlassen und genießen das Sonnenbad auf dem Trockenen. Sandbänke sind für Seehunde lebenswichtig. Hier bringen sie im Sommer ihre Jungen zur Welt. Und hier tanken sie auch frische Energie für die Zeit im Wasser, wenn es darum geht, sich satt zu fressen. Nach dem Seehundsterben im Jahre 1989 scheinen die Bestände an der nordfriesischen Küste wieder zuzunehmen. Mehr als die Hälfte der Tiere war dort an der Seuche gestorben. 1992 zählte man wieder rund 3000 Tiere, knapp 2000 weniger als vor der Seuche. Auch hier hat Wasser die Landschaft geformt, im Moor.
einem Lebensraum, der bis vor wenigen Jahrzehnten weite Teile Norddeutschlands geprägt hat. Heute gibt es nur noch winzige Reste dieser einmaligen Natur. Dort haben Tierarten eine Zuflucht gefunden, die immer seltener werden, wie Ringelnatter und Kreuzotter. Jetzt, im März, verlassen die Kreuzottern ihre Erdhöhlen im trockeneren Randbereich des Moores, wo sie überwintert haben. Nun machen sie sich auf die Suche nach geeigneten Plätzen für ein ausgiebiges Sonnenbad. Manchmal führt das eine ganze Menge Kreuzottern zusammen. Noch sieht man nur die schwarz-grau gefärbten Männchen. Sie tanken Sonne, damit die Samen in ihren Körpern reifen für die spätere Paarung. Aufwärmen nach Schlangenart, das heißt viel kuscheln mit den anderen, damit Bauch und Rücken warm bleiben. Die Kreuzottermännchen bleiben noch eine Weile hier, ganz in der Nähe ihrer Winterquartiere. Erst rund 3 Wochen später werden sie ihre eigenen Wege gehen und sich auf die Suche machen nach Weibchen. Mitte April. Auf den Wiesen rings um das Moor suchen große Brachvögel nach Nahrung. Vor rund 4 Wochen sind sie aus dem Winterquartier zurückgekehrt. Eine abgetorfte Senke im Randbereich des Moores, windgeschützt und warm. Die Temperatur ist auf 20 Grad Celsius geklettert und das hat die ersten Kreuzotterweibchen hervorgelockt. Sie sind meist braun gefärbt. Die Männchen haben inzwischen den sonnigen Platz beim Winterversteck verlassen und halten sich nun ganz in der Nähe der Weibchen auf. Die Haut am Kopf dieses Männchens ist aufgeplatzt. Die alte Haut ist zu eng geworden. Nun versucht es, sie abzustreifen. Die Pflanzen und ein rauer Untergrund sollen dabei helfen. Bis zu 3-mal im Jahr wechseln Kreuzottermännchen ihre Haut. Weibchen tun es meist nur 2-mal. Die gesamte Häutungsphase dauert rund 2 Wochen. Sie endet mit dem Abstreifen, das in 10 Minuten erledigt ist. Das Männchen ist nun fit für die Schlangenhochzeit. Ein paar Tage später. Es ist Ende April. Die Temperatur liegt bei 20 Grad. Ideale Bedingungen für Kreuzottern in Hochzeitsstimmung. Erregt beschnuppert das Männchen sein Weibchen. Dabei versucht es, sein Schwanzende unter das seiner Partnerin zu schieben, um sich mit ihr zu paaren. Ein zweites Paar. Das Weibchen flieht. Doch das ist nur Schein. Die Flucht soll den Partner reizen, ihn in Stimmung bringen.
Auch Pärchen Nummer 1 ist noch mit der Paarung beschäftigt. Den ganzen Nachmittag wirbt das Männchen nun schon um seine Partnerin. Und da kommt auch noch ein Rivale angekrochen. Und schon gibt es Streit. Die Männchen versuchen, sich gegenseitig zu Boden zu drücken. Wer am meisten Kraft hat, gewinnt. Beißen ist gegen die Regeln. Das Weibchen schaut zu. Jetzt ist noch ein weiteres Männchen in den Kampf verwickelt. Es ist ganz dunkel gefärbt, das heißt, es hat sich noch nicht gehäutet. Endlich ist der Kampf entschieden und der Sieger kehrt zurück zu seinem Weibchen. Das Paarungsspiel beginnt von neuem. Endlich hat das Männchen Erfolg. Es ist nun mit seiner Partnerin fest verbunden. Sie versucht, Deckung zu finden und zieht dabei das Männchen hinter sich her. Bis zu 2 Stunden dauert normalerweise eine solche Paarung. In der Nahaufnahme wird deutlich, warum die beiden unzertrennlich sind. Das Begattungsorgan des Männchens hat sich mit Stacheln beim Weibchen festgehakt. So kann es nicht abrutschen und das Sperma gelangt sicher zu den Eiern der Schlange. Kreuzottern haben die unterschiedlichsten Lebensräume erobert. Am liebsten sind ihnen die vielfältigen Grenzstreifen, nicht nur des Moores, sondern auch des Waldes. Dort findet man noch andere Schlangen, gut getarnt zwischen dürren Ästen. Ringelnatter. Auch hier ist im April Hochzeit angesagt. Die kleineren Männchen nehmen mit der Zunge den Duft ihrer Partnerin auf. Auch das Weibchen fängt den Duft mit der Zunge und prüft ihn in einer Riechgrube am Gaumen. Dieses Männchen hat offensichtlich den Anschluss verpasst. Anders als bei Kreuzottern liegen bei den Ringelnattern gleichzeitig mehrere Bewerber auf einem Weibchen und belagern es. Der Duft der Ringelnatter signalisiert, dass sie zur Paarung bereit ist. Wer am meisten Ausdauer hat und die Rivalen am besten verdrängen kann, wird das Weibchen schließlich erobern. Nicht weit vom Wald entfernt ist der Boden aufgerissen. Der Kiesabbau hat diese Wunde in der Landschaft entstehen lassen. Einst gehörten die Kiesbetten in einem reißenden Fluss zu einem Mosaik aus Wasser und Land, ein wertvoller Lebensraum für Tiere. Einige wenige finden sich wieder ein,
wenn man die Kiesgruben nach dem Abbau sich selbst überlässt. Wir sind an diesem Abend im Mai auf der Suche nach Kröten und Fröschen. Zu hören sind sie schon, aber sie zu finden ist nicht einfach. Da, ein Kreuzkrötenmännchen. Hoffentlich taucht es wieder auf. Wir haben Glück. Da ist es. Im Licht unserer Lampen unterbricht das Männchen seinen Werbegesang. Doch dann gehen sie von neuem los, die Rufe, die dem Weibchen gelten. Der Nachbar nebenan hat es schon geschafft und lässt sich von seiner Krötendame tragen. Das Pärchen ist verschwunden. Doch wir entdecken seine Spuren, viele kleine Eier, aufgereiht wie auf einer Perlenschnur. Der Nachwuchs der Kreuzkröten. Auch die seltene Wechselkröte liebt Trockeninseln wie Kiesbänke. Doch wie die meisten Amphibien muss sie für ihren Nachwuchs ins Wasser. Als Dritter im Bunde ist der Laubfrosch bereit, in den nächtlichen Chor mit einzustimmen. In ein Naturkonzert, das leider immer seltener wird. Drei Wochen sind vergangen. Es ist Ende Mai. Die Wasserreserven aus den Winter- und Frühjahrsmonaten werden nun knapp. Die flachen Tümpel in der Kiesgrube beginnen auszutrocknen. Für den Nachwuchs der Kreuzkröten, die Kaulquappen, beginnt ein Wettlauf mit der Zeit. Sie sind zwar an ein Leben mit der Trockenheit angepasst und entwickeln sich schnell, doch diese haben den Wettlauf verloren. Zum Glück gibt es noch Stellen mit genügend Wasser, in denen sich die Tiere zu fertigen Kreuzkröten entwickeln werden, gut geschützt vor größeren Fischen, die in den flachen Tümpeln nicht leben können. Von der austrocknenden Kiesgrube zu den trockenen Wiesen im Altmühltal im Süden Deutschlands.
Inmitten einer von Menschen stark veränderten Natur gibt es noch einige Oasen, eingebettet zwischen hohen Kalkfelsen. Hier haben vor allem Pflanzen und Insekten der Trockenrasen eine Zuflucht gefunden. Zum Beispiel die Bienenragwurz, eine der schönsten und seltensten Orchideen Deutschlands. Die Blüte ähnelt im Aussehen einer Biene, daher der Name. Für die Bestäubung der Blüte sorgen vor allem die Männchen von Grabwespen. Der Frauenschuh. Wie die Bienenragwurz wächst auch diese Orchidee auf kalkreichen Böden. Auch sie ist typisch für Trockenrasen, die Kartäusernelke. Der Fallkäfer nutzt die Zeit des Überflusses, um Nachwuchs zu produzieren. Ein Widderchen, das auf einer Flockenblume nach Nektar sucht. Auch der Schachbrettfalter bedient sich der Blütenvielfalt, die der Trockenrasen ihm bietet. Eine Schmetterlingsart ist auf die Naturoasen im Altmühltal besonders angewiesen. Es ist der Apollofalter, der vom Aussterben bedroht ist. Die roten Flecken am Flügel sind sein Markenzeichen. An seinem Kopf die dunklen Facettenaugen und der geschwungene Saugrüssel. Das Sonnenbad gibt ihm neue Energie. Ein Apollofalterweibchen sucht nach einem günstigen Platz, wo es seine Eier ablegen kann. Dabei ist es äußerst wählerisch. Das Ei ist schon am Hinterleib zu sehen. Es soll am weißen Mauerpfeffer befestigt werden, denn von dieser Pflanze ernährt sich später die Raupe. Hier hat es offensichtlich eine Verwechslung gegeben. Aber die Raupe, die aus diesem Ei schlüpfen wird, muss bis zum Mauerpfeffer keine langen Wege kriechen. Nur wo es den weißen Mauerpfeffer gibt, kann der Apollofalter überleben. Der Mauerpfeffer ist ein Spezialist für felsigen Untergrund. Die einst starke Beweidung schadete ihm nicht, im Gegenteil. Er wuchs gerade dann besonders gut. Fehlt die Beweidung, sieht der Boden bald so aus. Naturschützer sehen mit Sorge, dass sich der weiße Mauerpfeffer oft nur noch auf Ersatzberge retten kann. Schutthalden, Straßenböschungen oder Bahndämme. An diesem Bahndamm zeigt sich, wie anspruchslos der Mauerpfeffer ist. Er wächst am besten dort, wo sonst nichts anderes gedeiht. Noch gibt es im Naturpark Altmühltal den Apollofalter. Doch nur, wenn es gelingt, seinen Lebensraum auch in Zukunft zu erhalten, hat er noch eine Chance. Ein Blick vom Badberg auf den Kaiserstuhl. Auch er ist eine Oase auf dem Trockenen. Hier gibt es Pflanzen, die sich ganz an das trockene und warme Klima angepasst haben, wie der Berglauch.
Er verzichtet weitgehend auf Blätter. So verringert er seinen Wasserbedarf. Der Feldmannstreu hat einen anderen Trick, um Wasser zu sparen. Seine Blätter sind stachelig und ledrig. Damit schränkt er die Wasserverdunstung stark ein. Doch nicht nur Pflanzen, auch seltene und bedrohte Tierarten haben im Kaiserstuhl überlebt. Dazu gehört die Smaragdeidechse, die in Deutschland vom Aussterben bedroht ist. Sobald die Sonne sie auf ihre Idealtemperatur gebracht hat, rund 33 Grad, macht sie sich auf die Suche nach etwas Essbarem. Das war wohl eine Fliege. Auch sie zählt zu den Bewohnern warmer und trockener Gebiete, die Feldgrille. Meist trifft man sie ganz in der Nähe ihrer selbstgegrabenen Wohnröhre. Und dort macht das Männchen Musik, natürlich um Weibchen anzulocken. Der Tonmann hat es schwer, näher zu kommen, denn Feldgrillen sind ziemlich empfindlich gegen Erschütterungen. Das Zirpen entsteht, indem das Männchen seine Deckflügel aneinander reibt. Auch dieser Hügel liegt auf dem Trockenen. Ein Naherholungsgebiet vor den Toren Wiens, die Perchtoldsdorfer Heide, einer Steppe gleich, wie geschaffen für das europäische Ziesel. Ein Nagetier, das so aussieht wie die Mini-Ausgabe eines Murmeltieres. Die Augen liegen seitlich am Kopf, so haben Ziesel Gefahren gut im Blick. Der Pfiff bedeutet Alarm. Ähnlich wie Murmeltiere leben Ziesel in Kolonien. Ihre Erdbaue graben sie selbst. Diese haben oft mehrere Ein- und Ausgänge und können bis zu 2 Meter tief in den Boden reichen. Kämpfe gibt es vor allem während der Paarungszeit zwischen den Männchen. Hier ist es nur Spiel. Junge Ziesel üben für den Ernstfall. Dieses Ziesel hat etwas entdeckt. Menschen, die Futter bieten. Wer Ziesel füttert, Tiere, die für ein Leben in freier Wildbahn bestimmt sind, macht sich häufig nicht klar, welche Folgen das haben kann. Ziesel verlieren ihre natürlichen Verhaltensweisen und durch die falsche oder einseitige Ernährung können sie anfälliger für Krankheiten werden. Die Aufnahmen entstanden an einem Werktag. Man kann sich leicht vorstellen, wie es hier am Wochenende aussieht. Erst in den Abendstunden, wenn die meisten Besucher weg sind, steigen die Ziesel auf Vollwertkost um: Kräuter und Gräsersamen.
Zwischendurch ein Besuch beim Filmteam. Doch wir lassen uns nicht erweichen und füttern nicht. Ein Gruß nach Zieselart. Naturschauspiele am Rande einer Großstadt. Sie entwickeln sich nur, wenn wir Tieren und Pflanzen die Regie auf dieser Bühne überlassen und selbst Zaungast bleiben. Die Lüneburger Heide. Auch sie ist eine Oase auf dem Trockenen. Ein wertvoller Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Und doch ist es eine Landschaft aus Menschenhand. Ihre Entwicklung begann wahrscheinlich vor mehr als 4000 Jahren, als der Mensch anfing, Wälder zu roden. Zurück blieb ein magerer Boden, auf dem nur noch Heide wachsen konnte. Etwas für Heidschnucken. Neuerdings setzt man die Tiere wieder verstärkt ein, denn durch den Rückgang der Beweidung in den letzten Jahrzehnten droht die Heide zu vergrasen und zu verbuschen. Doch immer noch gibt es zu wenige Schafe, die für eine Verjüngungskur der Heide sorgen. Früher nutzten Bauern die Wurzeln alter Heidepflanzen, die sogenannten Plaggen, als Einstreu in den Ställen und danach als Dünger auf den Feldern. Heute wird diese Form der Heidewirtschaft nicht mehr angewendet. Und so sind viele Pflanzen überaltert. Ein Paradies für den Heideblattkäfer, der je nach Witterung massenhaft auftreten kann. Der Käfer frisst mit Vorliebe die jungen, zarten Triebe. Die Pflanze stirbt ab und wird von Gräsern verdrängt. Wer diese Landschaft erhalten will, kann das nicht zum Nulltarif. Das zeigt das Beispiel der Oldendorfer Totenstadt, einer Kultstätte aus der Stein- und Bronzezeit südwestlich von Lüneburg. Hier versucht man Heide auf neue, alte Art zu retten. Die obere Bodenschicht mit ihrem Filz aus Gras und alten Heidewurzeln wird entfernt, abgeplackt. Auf größeren Flächen, wo keine Steine im Weg stehen, besorgt das die Maschine, eine Mini-Plug-Maschine. Was sie unten wegnimmt, lädt sie oben auf. Ein großer Vorteil, denn so wird der Abfall gleich mitentsorgt. Rund 6 cm Rohhumusschicht hat die Maschine abgetragen. Zurück bleibt offener Boden, den junge Heidepflanzen wieder erobern können. Wie auf dieser Fläche, die vor rund einem Jahr abgeplackt wurde. Aber nicht nur Pflanzen wie die Heide profitieren von dieser Verjüngungskur. Auch der Dünensandlaufkäfer nutzt die sandige Umgebung für seine Zwecke. Hier ein Käferpärchen. Das Weibchen ist gerade damit beschäftigt, Eier in den Boden zu stechen. Die vielen Sandwege mit ihren Böschungen bieten einigen sehr seltenen Tieren Lebensraum. Das hier ist der Fangtrichter einer Röhrenspinne, die bereits auf der roten Liste der in Deutschland gefährdeten Tierarten steht. Sie lebt in einer senkrechten Röhre im Boden. Berührt man ihr oberirdisches Fangnetz, reagiert sie sofort.
Gut getarnt am Ende des Fangtrichters wartet die Spinne nun auf Beute. Vor allem Käfer. Hier hat sie einen Mistkäfer gepackt. Ein regelrechtes Tauziehen beginnt. Die Spinne ist im Vorteil. Sie hat ihrem Opfer bereits Gift eingespritzt. Und das beginnt nun zu wirken. Der Käfer ist betäubt. Nun wird die Beute in Sicherheit gebracht. Ein paar Meter weiter baut eine Sandwespe an einer Brutkammer. Dort hinein wird sie später eine Raupe als Futter für ihren Nachwuchs bringen. Ob Sandwespe, Röhrenspinne oder Laufkäfer, sie alle profitieren von den zahlreichen Heidewegen. Wo diese aber wie hier zerpflügt werden, haben die Tiere keine Überlebenschance. Viel verhängnisvoller würde sich auswirken, wenn Pläne der Industrie verwirklicht würden, nämlich Bohrungen und Sprengungen durchzuführen, mit dem Ziel, hier Erdgas zu fördern, mitten im Naturschutzgebiet. Noch aber tanzen Köcherfliegen ihren Tanz. Noch gibt es Kreuzottern, die nach Beute Ausschau halten. Die Schlange ist auf Mäusejagd. Mit der Zunge nimmt sie Duftpartikel der Rötelmaus auf und folgt ihrer Spur. Mit einem Biss, hier in der Zeitdehnung, spritzt die Kreuzotter ihr Gift in die Beute. Fünf Minuten später ist die Maus tot. Die Kreuzotter folgt der Duftspur ihrer Beute. Nun ertastet sie, wo vorn und hinten ist, denn sie muss die Maus Kopf voran fressen, sonst würde ihr der Bissen im Hals stecken bleiben. Die Schlange kann ihre Kiefer bis zu 90 Grad aufklappen. So passt das Maul auch über große Beute. Durch Speichel wird die Beute weich und elastisch gemacht und lässt sich leichter herunterschlingen. Starke Muskeln befördern die Maus in den Schlangenmagen. Nur etwa 15 Minuten sind seit dem Biss vergangen. Mit der Maus im Bauch kann die Kreuzotter nun ein paar Wochen ohne Nahrung auskommen.
Wir haben das Glück, die Geburt junger Kreuzottern filmen zu können. Die ersten Jungen sind bereits da. Die nächste kleine Kreuzotter ist in der Geburtsöffnung zu sehen. Kaum ist die Schlange geboren, schlüpft sie aus ihrer Eihülle. Neben der Mutter das gerade geborene Junge. Da kommt die nächste kleine Schlange. Die Eihaut zu durchstoßen ist gar nicht so einfach. Bald häutet sich die junge Schlange und ist bereit für ein völlig selbstständiges Kreuzotterleben. Wie es verlaufen wird, hängt davon ab, wie wir Menschen mit den Naturoasen umgehen, die uns geblieben sind. Eine Umwelt, in der Kreuzottern und all die anderen bedrohten Tiere und Pflanzen überleben können, ist auch für uns Menschen gut. Ob eine solche Natur noch Zukunft hat, liegt allein in unserer Hand.